In der thailändischen Waldtradition wird das Wort Metta manchmal als ein Ausdruck, der für das Ganze gilt, verwendet. Wenn man also in der Waldtradition Metta sagt, dann meint man eine ausgewogene Mischung aus allen vier Brahma-Viharas. In der Mahayana-Tradition wird oft das Wort Mitgefühl stellvertretend für eine Brahma-Vihara-Einstellung verwendet. Aber die müssen alle zusammenkommen, damit das nicht aus dem Lot gerät. Die vier Brahma-Viharas sind eigentlich die wichtigste Zutat beim Loslassen. Die machen den Unterschied aus zwischen Loslassen und Verdrängen. Wir lassen los aus Mitgefühl für uns selbst, wenn wir die Hindernisse klar erkannt haben. Wir lassen los, weil wir es gut meinen mit uns selbst und anderen. Wir lassen los, weil wir Gleichmut haben und nicht festhalten an den Dingen, die es nicht wert sind, daran festzuhalten. Und wir lassen los aus Freude darüber, dass wir etwas Besseres zur Verfügung haben. Die Brahma-Viharas haben drei verschiedene Anwendungsgebiete. Das eine ist eine generelle Lebenseinstellung. Da haben wir gestern Metta-Sutta gechantet, also wir gehen durchs Leben und sind rücksichtsvoll und nicht gierig und nicht überheblich und sanft und zugänglich und so weiter. Und wir verachten niemanden. Das ist die Anwendung der Brahma-Viharas im täglichen Leben. Etwas spezieller ist, die Brahma-Viharas anzuwenden in unserer Denkweise. Man könnte auch sagen, das wäre dann Metta-Kontemplation oder so etwas. Der Chant oder die Kontemplation: möge ich in Wohlergehen weilen, frei von Feindschaft, frei von Leiden, mögen alle Wesen in Wohlergehen weilen und so weiter. Das ist eine Kultivierung der Denkweise. Und das Dritte ist das Allerspeziellste, ist dann, wenn wir die daraus entstehende Emotion von Metta, Karuna, Mudita, Upekkha als Meditationsobjekt hernehmen, uns kompletten Körper und Geist damit ausfüllen und es in alle Richtungen aussenden, so wie wir es soeben gechantet haben. Es sind drei Aspekte. Die können nicht unabhängig voneinander existieren, natürlich. Wie kann ich erwarten, dass ich Metta in alle Richtungen aussende und dadurch die gemütserlösende Liebe erfahre, die in einen zeitweilig leidfreien Zustand mündet? Wie kann ich erwarten, dass ich zu diesem Gefühl überhaupt durchdringen kann, wenn es mir nicht möglich ist, liebevolle Gedanken zu haben? Umgekehrt, wenn ich durchs Leben gehe und unfreundlich zu meinen Mitmenschen bin, keinerlei Mitgefühl für meine Mitmenschen habe, dann kann ich auch diesen Gedanken nicht entwickeln. Dann wird das zur reinen automatischen Lippenbekenntnispraxis, die keinerlei Tiefgang hat. Also ich muss Metta in meinem Leben umsetzen können, um meine Gedanken in diese Richtung transformieren zu können, richtige Denkweise daraus zu machen, um dann zu dieser Emotion so durchzudringen, dass ich es zu einem Meditationsobjekt machen kann. Genauso hängen auch diese vier Brahma-Viharas miteinander zusammen. Das habe ich bereits erwähnt. Die können alleine nicht existieren. Metta, der Wunsch nach Wohlergehen, der braucht die Kraft der Freude zum Beispiel. Freude ist der Motor der Praxis. Der Wunsch nach Leidfreiheit wird sehr angreifbar, wenn ich die Dinge nicht ändern kann. Wenn Menschen leiden, jemand liegt im Sterben mit Krebs und ich wünsche dem Wohl, habe aber nicht den Gleichmut zu sagen, okay, das ist die Naturgesetze, jeder ist dem Tode unterworfen, um sich akzeptieren. Wenn also dann aus dem Mitgefühl so eine Art Helfertrip wird, wo ich mir wünsche, dass ich die Sachen alle reparieren könnte, dazu brauche ich den Gleichmut, dass eben mein Mitgefühl nicht in Abneigung umschlägt. Das ist die beschützende Qualität. Freude ist der Treibstoff, der Motor. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal selber erlebt. Und wenn wir die Meditation anfangen, wenn wir Freude hochgebracht haben, dann haben wir den Schwung. Freude führt zu Piti, Passati, Stillung, Glück und Samadhi. Metta beruht auf dem Sehen, auf dem Erkennen, dass Wohlergehen möglich ist. Mögest du glücklich sein, wenn ich das zu jemandem sage, dem medizinisch nicht zu helfen ist,
Der Wunsch bekommt dann eine andere Qualität. Wir wünschen nicht irgendwie, dass da jetzt irgendein magisches Kunststück entsteht oder sowas. Aber was wir dieser Person wünschen können, was im Bereich des Möglichen ist, unter Umständen, ist, dass diese Person inneren Frieden findet. Das heißt, angesichts von Geburt, Alter, Krankheit und Tod eine innere Entwicklung durchmacht, die es gestattet, mit diesen Daseinsmerkmalen auf heilsame Weise umzugehen. Das können wir wünschen, inneren Frieden. Wir können nicht wünschen, mögest du niemals alt werden. Das ist Unsinn. Können wünschen, mögest du in Wohlergehen weilen. Und natürlich haben wir als Buddhisten ja auch die Perspektive, dass es nach dem Tod weitergeht. Aber das ist ja auch nur die eine Seite davon. Die Metta-Praxis ist ja nicht dazu da, die Dinge in der Welt zu reparieren. Selbst wenn unser Wunsch nach Wohlergehen nicht die Aussicht auf Erfolg hat, jetzt in diesem speziellen Einzelfall, ist der Wunsch selber die Einstellung, dem anderen möge es gut gehen und mir selbst natürlich auch, selbst eine heilsame Handlung. Und wenn alle Menschen diese Einstellung hätten, würde die Welt natürlich anders aussehen. Trotz Alter, Krankheit und Tod. Gleichmut ist die vom Buddha als erhabenste Aspekt oder Teil der Brahma-Viharas gepriesen worden. Normal sollte man meinen, Liebe ist doch viel schöner, ist doch wärmer und so weiter. Warum dann Gleichmut? Gleichmut ist die Grundlage für Einsicht, für das klare Sehen. Nicht eingenommen, unbewegt, haben wir vor ein paar Tagen gechantet. Ursache und Wirkung, Kamma. Gleichmut ist auch das, was die Feinde der Brahma-Viharas verhindert, dieses genaue Hinschauen. Ich weiß jetzt nicht, ob das kanonisch ist, aber es wird immer davon geredet, dass die vier Brahma-Viharas vier nahe und vier ferne Feinde haben. Die fernen Feinde ist das Gegenteil. Die nahen Feinde sind Herzenseigenschaften, die so ähnlich daherkommen, aber in Wirklichkeit was anderes sind. Also das Gegenteil von Wohlmeinen ist natürlich Hass. Und der nahe Feind von Metta ist das, was wir so unter Liebe, unter romantischer Liebe verstehen. Dieser Deal, ich liebe dich, weil, und eigentlich heißt, ich liebe dich übersetzt, ich begehre dich, ich will dich haben. Und natürlich nur, solange du mich liebst und keinen anderen. Also diese Form von Liebe. In der Praxis schaut es so aus, dass diese Form von Liebe schon auch mit Metta gemischt ist irgendwie. Also wenn wir jemanden so richtig doll lieb haben, dann haben wir schon auch den Wunsch, dass es dem gut gehen möge. Und ja, vielleicht auch, wenn die Person Dinge tut, die uns jetzt nicht so unbedingt passen. Aber es ist immer eine Mischung da. Es sind beide Aspekte vorhanden. Wir wollen da nicht so idealistisch sein, zu sagen, naja, ich kultiviere nur Metta und das andere lasse ich weg oder so. Das funktioniert in der Praxis nicht. Komme ich nochmal drauf zurück. Mitgefühl. Das Gegenteil von Mitgefühl, Rücksichtslosigkeit. Der nahe Feind von Mitgefühl ist Mitleid. Mitleid, ja, da leiden wir mit. Da fehlt die Position der Stärke. Das heißt, wir haben eine gewisse Erwartungshaltung dabei, wenn wir Leidfreiheit wünschen. In meiner Ausbildung in einer Intensivstation gearbeitet und der Stationsleiter, der ist jedes Mal ausgerastet, wenn jemand gestorben ist. Das ist in der Intensivstation noch viel normaler als in anderen Stationen im Krankenhaus, dass da jemand stirbt. Und die Quote war bei 10%, das ist der normale Durchschnitt. Das war jetzt nicht ungewöhnlich viel. Aber der hat es immer so als persönliche Beleidigung aufgefasst, wenn da jemand gestorben ist. Also er wollte, dass in seiner Station keiner stirbt. Das ist also zu wünschen, dass keiner stirbt, ist natürlich schon Mitgefühl, klar. Der Wunsch nach Leidfreiheit, aber wenn es in Ärger umschlägt, dann zeigt es, dass da doch irgendwie ja, Mitleid da ist, also eine Erwartungshaltung, dass das auch alles so klappt. Gegenteil von Freude oder Mitfreude ist Neid, Eifersucht. Und der nahe Feind von Freude ist Gaudi. Die oberflächliche Freude, die außer Acht lässt, dass die erfreulichen Dinge
überhaupt keine Stabilität haben, die wir uns so freuen können. Beziehungsweise eine Freude über Dinge, die ja nicht tiefer gehen, die nicht weiterführen, die nicht in Richtung Loslassen führen, die einen abhängiger machen. Die Feinde von Gleichmut, das Gegenteil ist eben Zu- und Abneigung, Dinge haben wollen, andere Dinge loswerden wollen. Und der nahe Feind ist eben die bereits erwähnte Gleichgültigkeit, die nicht genau hinschaut, die mit der Sache nichts zu tun haben will. Dieser Gleichmut, der echte Gleichmut, ist auch einer der Erwachensfaktoren, ist einer der Paramis, in denen wir unsere Praxis messen können. Aber es sind zwei verschiedene Dinge. Als Erwachensfaktor ist der Gleichmut in dem Augenblick des Erwachens besonders stark geworden. Den Gleichmut, die Fähigkeit, gelassen mit den Gegebenheiten des Lebens umzugehen, den wir betrachten, wenn wir diese Reflexion betreiben, die wir vorgestern, glaube ich, gemacht haben, ist der Langzeitgleichmut, der kontinuierlich ansteigt. Die zunehmende Fähigkeit, gelassener mit den Dingen des Lebens umzugehen. Das sage ich deswegen, weil normalerweise die Erwachensglieder nicht unbedingt der ideale Maßstab sind, um unsere Praxis zu kontemplieren. Und in dem Sinne, wie hat in den letzten 10 Jahren, seit ich das Meditieren angefangen habe, oder sind es schon 20 oder 25, meine Achtsamkeit zugenommen? Keine gute Idee. Weil die Achtsamkeit, die geht so. Die ist im Moment prima. Ihr verpasst von den Türen im Schnitt 20%. Von den Wasserhähnen vielleicht 50%. Das ist super. Schafft ihr im Alltag nie. Müsst ihr jetzt schon damit rechnen. Ihr setzt euch hin zur Meditation und Stille ist im Alltag auch nicht so. Also auch Samadhi ist nicht unbedingt das ideale Kriterium, um sein Langzeitwachstum zu beurteilen. Der Gleichmut als Erwachensglied Faktor in der Meditation auch nicht, aber der Gleichmut als generelle Lebenseinstellung, den können wir schon hernehmen. Gleichmut gibt es in verschiedenen Stufen. Das erste ist die Nichtbevorzugung von bestimmten Menschen gegenüber anderen. Das ist das, was unser Metta beständig macht. Weil Metta ist ja eben, macht keine Unterschiede. Aber in Wirklichkeit ist das der Gleichmutfaktor, der den Brahma-Viharas diese alldurchdringende Qualität gibt. Das zweite ist der Gleichmut in Bezug auf Gefühl. Das schmerzhafte Gefühl können wir mit Einsicht gleichmütig behandeln, so wie wir es heute Vormittag bei dem Vortrag über den Umgang mit Schmerzen gesprochen haben. Und bei zunehmender Sammlung haben wir ja Faktoren wie Piti, Verzückung. Und da ist es der Gleichmut, der das Wohlergehen darin, den Sukha-Faktor, das geistige Glück herausfiltert. In der dritten Vertiefung ist Gleichmut bereits ein wichtiger Faktor. Wenn wir uns die Standardformulierung anschauen, wird der Gleichmut bereits in der dritten Vertiefung extra erwähnt, weil er das ist, der aus dem Gesamterleben Piti Sukha das Sukha herausfiltert. Manchmal haben die Leute Abhidhamma studiert und kommen her und fragen mich, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Piti und Sukha? Gibt es keinen Unterschied. Piti, da ist Sukha enthalten, da ist ein Wohlergehen drin enthalten. Man kann nicht sagen, jetzt plupp, kommt irgendwie so ein Geistesmoment von Piti und plupp, da kommt Sukha. So ist es nicht. Wir haben Erleben von Piti und da ist Sukha drin enthalten. Wir können natürlich in der Lehranalyse sagen, das sind zwei verschiedene Bestandteile, aber im Erleben ist es nicht so. Es bleibt dann, wenn die Sammlung tiefer wird, Sukha übrig, Piti verblasst. Und das ist genau der Gleichmut, der dieses Herausfiltern bewirkt. Die dritte Stufe von Gleichmut ist der Gleichmut gegenüber allen Phänomenen, der schon dem Nicht-Anhaften sehr ähnlich ist, ist bereits dieses Erwachensglied. Und da sieht man dann auch schon, dass die vier Brahma-Viharas durchaus etwas mit Weisheit auch zu tun haben. Manchmal wird so getan, ja, die da praktizieren Metta, aber wir praktizieren Vipassana. Völliger Unsinn. Die sind voneinander nicht zu trennen. Ja, und die höchste Stufe von Gleichmut, Upeka, ist die eines Befreiten.
nachdem das eben dann unverlierbar wird. So, wie setzen wir das dann um? Wie praktizieren wir jetzt mit den verschiedenen Aspekten der Brahma-Viharas? Metta im Alltag, in unserem normalen Leben, möchte sich natürlich irgendwie ausdrücken. Wir praktizieren Metta, indem wir geben, zum Beispiel Dana, materielle Dinge, unsere Zeit, unsere Fähigkeiten, unsere heilsamen Qualitäten, unser Sila. Ethik einzuhalten ist ein enormes Geschenk für die Welt. Vergeben ist auch eine Form von Geben. Furchtlosigkeit geben heißt es auf Thai. Hai Apai ist das Thai-Wort für vergeben, bedeutet wörtlich Furchtlosigkeit geben. Wenn wir Sila einhalten, geben wir das Geschenk der Furchtlosigkeit. Wenn wir nicht töten, muss keiner Angst haben, dass wir ihm sein Leben bedrohen. Wenn wir nicht stehlen, muss keiner Angst um seinen Besitz haben, wenn wir mit ihm zusammen sind. Das gleiche gilt für sexuelles Fehlverhalten. Wenn wir das nicht tun, dann bleiben die Beziehungen anderer intakt. Und so weiter. Wenn wir nicht lügen, uns der Berauschung enthalten. Metta bei unseren normalen Handlungen anzuwenden, ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Und zwar, bevor wir etwas tun, wenden wir unser Mitgefühl, unser Wohlmeinen an, zu schauen, ist das eine schadlose Handlung, die wir da tun. Während wir die Handlung durchführen, wenn wir erkannt haben, okay, ja, können wir machen, schauen wir, ob das überhaupt noch stimmt. Und wenn wir die Handlung zu Ende gebracht haben, überprüfen wir wiederum, hat die ihren Zweck erfüllt, hat die unsere wohlmeinende, liebevolle Absicht erfüllt. Wenn nicht, dann lernen wir etwas daraus für die Zukunft. Wenn ja, dann wissen wir, okay, so können wir vorgehen. Wird ja oft gefragt, ja, ich bin ja jetzt kein Buddha, wie kann ich dann meiner liebenden Güte und so weiter Ausdruck verleihen? Ich mache ja doch Fehler. Es ist okay, Fehler zu machen. Aber Metta beinhaltet eben die Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen. Das heißt, dass wir nach unserer Handlung das kontemplieren, in der Rückschau schauen, war das in Ordnung. Wenn es nicht in Ordnung war, dann müssen wir uns deswegen auch nicht geißeln damit. Nicht verurteilen, sondern nur beurteilen. Oder wie Ayakema gesagt hat, erkennen, nicht tadeln, ändern. Das ist Ausdruck der mitfühlenden, liebevollen Eigenschaft uns selbst gegenüber. Und nachdem Metta für alle Wesen gilt, muss es natürlich für uns ganz besonders gelten. Auch wiederum ein Hinweis, wie die vier Brahma-Viharas mit der Entfaltung von Weisheit zusammenhängen. Mit Vipassana. Metta wird manchmal so verstanden, naja, das ist was für die Weichen, aber wir harten Waldmönche, wir machen Asura-Praxis. Wir kontemplieren Leichenteile. Metta, das ist für die Laien, für die Weicheier. Keinesfalls so. Metta ist eine sehr konsequente, starke Haltung. Da wird der Buddha mal gefragt, ob denn Mitgefühl und Liebe immer nur angenehm rüberkommen soll. Und da sagt der Buddha, nicht unbedingt. Bei dieser Gelegenheit lag ein junges, zartes Kleinkind unbeholfen auf dem Schoß des Prinzen Abhaya. Da sagte der Erhabene zum Prinzen Abhaya, »Was meinst du, Prinz? Wenn dieses Kind ein Stöckchen oder einen Kieselstein in den Mund stecken würde, während du oder dein Kindermädchen nicht darauf aufpasst, was würdest du dann mit ihm anfangen?« »Ehrwürdiger Herr, ich würde es herausnehmen. Wenn ich es nicht sofort herausnehmen könnte, würde ich seinen Kopf in die linke Hand nehmen«, und indem ich einen Finger der rechten Hand krümme, würde ich es herausnehmen, auch wenn dabei Blut flösse. Warum ist das so? Weil ich Mitgefühl für das Kind habe. Und dann sagt der Buddha, ja, es ist genauso. Der Tathagata erkennt Worte als wahr, als zuträglich und kennt den richtigen Zeitpunkt, sie zu äußern. Aber ob das dem anderen angenehm ist oder nicht, das steht gar nicht zur Debatte. Und warum? Weil der Tathagata Mitgefühl hat für die Wesen. Ja, die Stärke von Metta muss sein, denn Metta ist leicht, wenn alles glatt läuft. Aber wenn die Dinge schwierig werden, dann zeigt sich, ob wir wirklich Metta haben oder nicht. Gibt es so schöne Gleichnis von der Dame Videhika, die eine ungezogene Sklavin oder Dienerin oder Zofe hatte und
Ja, die hatte also den Ruf, besonders sanftmütig zu sein, und diese Dienerin hat das nicht so ganz glauben können und hat dann ihre Herrin provoziert, und es endete damit, dass die ihrer Zofe ein Stück Holz über den Kopf geschlagen hat und die dann blutend rumgelaufen ist, und die Dame Videhika dann ihren Ruf als sanftmütige Herrin verloren hat. Und Poplian, der nun leider nicht uns besuchen kann, weil er im Krankenhaus ist, der hat gesagt, ja, Metta ist eine Stütze für die Welt. Wenn alle Metta hätten, dann würde die Welt ganz anders aussehen. Und Bumann war da etwas pragmatischer, der hat gesagt, das können wir gar nicht erwarten, dass andere an sich arbeiten, sondern das eigene Herz muss man bewachen, darum geht's. Ja, das zweite ist die Anwendung, die Gedankentransformation. Möge ich in Wohlergehen weilen, mögen alle in Wohlergehen weilen. Wie kann man das üben? Wird auch als Metta-Kontemplation bezeichnet, diese Form der Praxis. Gibt eine ganze Reihe von Techniken. Zum Beispiel, dass wir bestimmte Situationen uns vorstellen oder visualisieren oder kontemplieren, ähnlich wie mit dem Kontemplationsbild. Wenn das in der formalen Meditation durchgeführt wird, sind das oft geführte Meditationen mit sehr viel Text. Diese Form von Techniken gehen auch in Richtung Mitgefühl und haben auch noch sehr viel Nähe mit der ersten Anwendung im Alltag, weil wir arbeiten da ja mit Alltagssituationen, die wir uns vorstellen. Andere Techniken, das war so Spezialität von Ayakema zum Beispiel, so diese Visualisierung, Kerze im Herzen, goldenes Licht aussenden in alle Richtungen und so weiter. Ist auch eine Möglichkeit, arbeitet über Sukha Vedana, denn wir verwenden dabei ein angenehmes Bild, eine Visualisation, die Sukha Vedana, angenehme geistige Gefühle in uns auslöst. Und die sind verwandt mit den angenehmen Gefühlen, die wir haben, wenn wir Metta empfinden. Und daher eine Technik dieser Art macht uns Metta leichter zugänglich, hat aber den enormen Nachteil, dass es im Alltag nicht so leicht umzusetzen ist. Es ist sehr leicht, auf dem Kissen zu sitzen, goldenes Licht auszusenden und mögen alle Wesen glücklich sein. Und dann haben wir aber diese Konditionierung von Sukha Vedana, von angenehmem Gefühl und Metta geschaffen. Aber wir brauchen im Alltag Metta immer dann am dringendsten, wenn diese angenehmen Gefühle nicht da sind, wenn unangenehme Gefühle da sind, nämlich wenn uns jemand einen Idioten nennt und dann zu reagieren wird, mögest du glücklich sein. Das ist nicht so einfach. Gibt die Technik, eine Phrase innerlich zu wiederholen, mögen alle Wesen glücklich sein und so weiter, und dann gut, Worte sind Symbole, die unterschiedlich tief greifen. Bei manchen Leuten funktioniert das gut, bei manchen weniger gut. Wir können andere Visualisationen verwenden, zum Beispiel an den Atem koppeln, beim Einatmen alle guten Qualitäten des Universums in uns aufnehmen und beim Ausatmen zu allen Wesen senden, irgendwas in der Art. Das Ziel ist, wenn wir dann einen Schritt weitergehen zur Metta-Meditation, dieses Gefühl des Wohlmeins deutlich zu spüren, dass es nicht nur ein Gedanke ist. Wer weiß, wie weit er reicht. Es gibt verschiedene Strategien. Soll man für sich selbst zuerst Metta anwenden und dann für andere oder für sich zuletzt oder für andere gar nicht oder für sich selbst gar nicht? Also Lungpa Tongdeng, mein Lehrer, der hat gesagt, man soll auf jeden Fall immer erstmal Metta für sich selber machen. Bis man wirklich das innere Wohl des Wohlmeinens in sich spürt. Und seine Begründung war, wer nichts hat, kann auch nichts verschenken. Wenn ich selber nicht gut zu mir sein kann, kann ich diese Qualität auch nicht zu anderen aussenden. Nun, Poplians Strategie ist etwas anders. Der sagt, wir kommen am leichtesten an das Gefühl von Metta ran, wenn wir es für eine Person entwickeln, die sehr liebenswert ist. Natürlich, dieses Anhaftungsliebenswert steht da schon hinterm Vorhang. Aber er hat recht, also man kann natürlich für eine Person, die uns das Leben nicht schwer macht, die wir nett finden, leicht das Gefühl von Metta entwickeln. Und dann sagt er, soll man eben anschließend schauen, testen, ob es schon wirklich Metta ist, indem wir versuchen,
einer unangenehmen Person dieses zu schenken. Wenn wir noch merken, es ist schwierig, dann kehren wir wieder zu der Person zurück, für die es leicht fällt. So lange, bis es für alle gleich ist. Wie ist es denn mit der Mutterliebe? Kommt ja in der Metta-Sutta vor. Ich kann mich noch erinnern, bei Ayakema in einem Retreat, da war dann eine Retreat-Teilnehmerin, hat dann gefragt, ja, ist es denn selbstsüchtig, Kinder in die Welt zu setzen? Und Ayakema hat dann auf ihre hemdsärmelige Art geantwortet, ja, was denn sonst? Sie hat aber selber, glaube ich, 4. Die Mutterliebe und Metta, die sind ebenfalls miteinander vermischt und ich vermute, dass in der Mutterliebe der Metta-Anteil noch viel höher ist als in der Liebe zwischen Ehemann und Ehefrau. Sage ich jetzt einfach mal so als These. Aber wie eine Mutter ihr einziges Kind beschützt, so sollen wir, und dann denken die meisten weiter, alle Wesen beschützen. Aber so heißt es gar nicht. So sollen wir unsere liebende Einstellung beschützen. Das ist ein Unterschied. Und eine Person, der wir Metta schicken, ist nicht unbedingt eine Person, mit der wir unbedingt zusammen sein müssen. Der Buddha hat in der Mangala Sutta gesagt, nicht zusammen sein mit Toren ist der höchste Segen. Aber wir können denen trotzdem alles Gute wünschen. Möge es dir gut gehen, aber bitte woanders. Ja, das jetzt meine ich nicht abwertend. Ich meine, wir sollen ja für uns selber auch Metta haben. Den mitfühlenden und liebenden Wunsch den wilden Tieren gegenüber setzen wir am besten um, indem wir die in Ruhe lassen. Die da lassen, wo sie sind, und wir bleiben hier. Ich habe auch schon gehört, man soll Metta in der formalen Praxis nicht entfalten mit seinem Partner, nicht mit seinen Kindern, nicht mit seinen Verwandten, nicht mit Personen des anderen Geschlechts, weil man sonst Anhaftung entwickelt. Das Thema hatten wir schon ganz zu Anfang des Retreats, dass man Anhaftung nicht über das Objekt heilen kann. Natürlich haben wir Anhaftung an unsere Kinder. Also ich habe Anhaftung an meine Eltern. Selbstverständlich. Aber ich werde die Anhaftung an meine Eltern nicht los, indem ich die vernachlässige oder ihnen keine Liebe schenke. Wir werden Anhaftung nur los, indem wir das verstehen, was Anhaftung mit uns macht. Und wahres Metta, wie ich schon sagte, der Anhaftungsfaktor wird immer kleiner. Anhaftung zu heilen, indem man das Objekt wegpackt, das ist die Praxis der Sadhus, die nackt rumlaufen und fasten und auf Dornen schlafen und so weiter. Ja, Metta gilt für alle, auch für unsere Kinder und Verwandten und sogar für Personen des anderen Geschlechts. Sonst ist es noch kein Metta. Welchen Stellenwert hat denn Metta im achtfachen Pfad? Das wird ja nicht ausdrücklich genannt. Metta als Sama Metta gibt es nicht. Aber dass Metta unser Sila stärkt, ich glaube, da brauche ich nicht besonders viel dazu zu sagen. Ne? Aus Mitgefühl und aus Liebe verhalten wir uns schadlos uns selbst und anderen gegenüber. Das ist eine Definition der 5 Ethikregeln. Dass Metta den Weisheitsteil stärkt, nicht nur richtige Absicht, sondern auch richtige Sichtweise. Um wirklich Mitgefühl zu haben, muss ich Leiden sehen, nicht nur darunter leiden, sondern verstehen. Das ist auch einer der Gründe für das Kontemplationsbild. Nicht darunter leiden, sondern Leiden verstehen. Auch sehen, dass es einen Ausweg gibt. Metta geht davon aus, dass es einen Ausweg gibt. Metta zu allen Wesen zu haben, heißt aber nicht Gleichmacherei. Wir sehen, dass es Unterschiede gibt. Es gibt Menschen, die mehr Respekt verdienen. Es gibt Menschen, die wir als Menschen respektieren, aber die wir nicht als Vorbild hernehmen würden. Es gibt Menschen, die wir als weise, edle Freunde zu schätzen wissen. Und es gibt Toren, mit denen wir versuchen, nicht zusammen zu sein. Im tibetischen Buddhismus wird der Liebe ein Meditationsbuddha zugeordnet, Amitabha. Das sage ich jetzt, weil hier über so tibetische Symbole zu finden sind. Und der ist ein Symbol für die Weisheit der Unterscheidung. Metta ist verbunden mit der Weisheit der Unterscheidung. Keine Gleichmacherei.
Manchmal wird gesagt, ja, aber Metta führt ja nicht zur Befreiung. Kommt drauf an. Wenn wir es dabei belassen, nicht. Aber sie wird als eine von 11 Türen zur Todlosigkeit genannt. Ich glaube, Kandaraka Sutta. Da verweilt einer, indem er eine Himmelsrichtung mit einem Gemüt durchdringt, erfüllt von liebender Güte, was wir vorhin gechantet haben. Er erwägt dies und versteht es so. Diese Gemütsbefreiung durch liebende Güte ist produziert und willentlich herbeigeführt. Aber was auch immer produziert und willentlich herbeigeführt ist, ist vergänglich, dem Aufhören unterworfen. Auf dieser Grundlage stehend erlangt er die Vernichtung der Triebe. Wenn er sie nicht erlangt, dann wird er aufgrund jener Begierde nach dem Dhamma, jenes Entzückens über das Dhamma, mit der Vernichtung der 5 niedrigen Fesseln, einer, der dazu bestimmt ist, spontan in den reinen Bereichen wieder zu erscheinen und dort Nibbana zu erlangen, ohne je von jener Welt zurückzukehren, was auch nicht schlecht ist. Also Anagami ist auch nicht schlecht. Zweite Wahl, aber warum ist das dann möglich? Weil die Praxis der Brahma-Viharas in diesem Sinne, also als Meditation, uns eine Perspektive gibt von außerhalb, dass eben das normale Welterleben, wie wir es haben, etwas Vergängliches ist. Normalerweise sehen wir das nicht. Normalerweise stecken wir in unserer Sinneswelt und sehen, dass in dieser Welt die Dinge sich verändern, aber die Welt an sich, die steht so da, so fest wie wir als Ego, als Mittelpunkt des Universums. Metta transzendiert die Wunschsphäre, Kamadhatu, gibt uns den Blick von außen auf die Welt als solche, wie wir sie normalerweise erleben. Normalerweise verstehen wir gar nicht diese Welt als etwas Gestaltetes. Ein Meeresfisch kennt Wasser nicht. Zu nah ist ihm sein Element. Dem Weltling auch fehlt Übersicht, weil Herzenstrübung er nicht kennt. Erst wenn der Fisch am Trocknen ringt, weiß er, was Wasser vorher war. Wenn Trübung man zur Pause zwingt, durch Geistessammlung sieht man klar. Also in diesem Sinne wird die Herzenserlösung durch Metta als Werkzeug zur Praxis angewendet. Jetzt die Anwendung als Meditationsobjekt. Lokpo Plien sagt, dass Metta selbst ein Mittel ist, um Samadhi zu erlangen. Sein Schüler und mein Lehrer, Lokpo Tongdeng, sagt, ohne Samadhi kein Metta. Wer hat nur recht? Ja, haben beide recht, also jeder natürlich aus seinem Gesichtspunkt. Ich habe Lhunpo Tongdeng mal gefragt, wie wichtig es ist, Metta auszustrahlen. Habe mich aber falsch ausgedrückt. Ich meinte eigentlich, Metta zu entwickeln, eine liebevolle Einstellung zu entwickeln. Habe aber gesagt, Pae Metta auf Thai heißt Aussenden von Metta. Dann hat er gesagt, brauchst du nicht. Wenn dein Geist in Samadhi geht, dann strahlt sich das inhärente Metta in dir von alleine aus. Also die Antwort, die war mir aus zwei Gründen weit über meinen Fähigkeiten. Also einmal das mit dem Samadhi ist auch leichter gesagt als getan. Und zweitens inhärentes Metta. Naja gut, wenn man es hat, ne? Was vielleicht mitbringt aus früheren Leben. Da habe ich dann also meine Frage präzisiert und dann meinte er ja auch, also Metta könnte man entwickeln, Zugang über Mitgefühl, also indem man das Leiden anderer Wesen kontempliert. Genau das, was wir mit dem Kontemplationsbild da jetzt auch machen. Es gibt zwei Arten der Sammlung. Das eine ist die groß gewordene Mahagata-Sammlung. Das sind die Jhanas, die Vertiefung. Das andere ist die unermessliche Appamana-Sammlung der 4 Brahma-Viharas. Es fühlt sich anders an. Das eine ist eine Sammlung, die erst tief geht und dann den gesamten Erfahrungshorizont ausfüllt. Und die Brahma-Viharas ist eine Sammlung, die erst alles ausfüllt und dann in die Tiefe geht. Da sage ich euch vielleicht in ein paar Tagen nochmal was dazu. Nochmal vorab. Weil nämlich in manchen buddhistischen Büchern die Frage diskutiert wird, ob man Metta bis in die 4. Vertiefung oder nur bis in die 3. oder vielleicht sogar nur bis in die 2. bringen kann. Diese Diskussion ist völlig gegenstandslos. Es handelt sich um zwei Arten von Sammlung, aber Schubladen und dann die Sachen einsortieren. Das hat nichts mit Dhamma-Praxis zu tun. Dhamma ist ein Ganzes, ist holistisch, ist ein Juwel mit verschiedenen Facetten. Wir können das nicht in Einzelstückchen teilen und dann einsortieren. Ein Zitat aus der Säge. Die
Number One, Lehrrede zum Thema Meta. Also wir sollen Meta sogar haben, wenn irgendjemand nicht nur Idiot zu uns sagt, sondern wenn der uns mit einer Säge in Stücke sägt, sagt der Buddha. Also schon eine Messlatte ganz schön hoch angelegt. Aber ich wollte auf was anderes hinaus. Und zwar, wir wollen uns so üben. Unser Herz wird unbeeinträchtigt bleiben. Wir werden keine bösen Worte äußern. Wir werden in Mitgefühl mit dieser Person, die uns also Blödmann genannt hat, für ihr Wohlergehen verweilen mit einem Herzen voll liebender Güte, ohne inneren Hass. Wir werden verweilen, indem wir jene Person mit einem Gemüt durchdringen, das von liebender Güte durchtränkt ist. Und mit dieser Person als Objekt werden wir verweilen, indem wir die allumfassende Welt mit einem Gemüt durchdringen, das von liebender Güte durchtränkt ist, unerschöpflich, erhaben, unermesslich, ohne Feindseligkeit und ohne Übelwollen. Das ist eine Passage, die auch hin und wieder gründlich missverstanden wird. Ich vermute, es stammt aus irgendwelchen Kommentarwerken. Nämlich mit dieser Person als Objekt werden wir verweilen. Das bedeutet, die Person, die uns also jetzt Idiot genannt hat, durchdringen wir mit liebender Güte. Oder wenn wir Anfänger sind, also wie ich zum Beispiel, dann nehmen wir eine Person, die uns nicht Idiot genannt hat, die irgendwie ganz nett ist, verweilen diese Person mit liebender Güte, bis wir dieses Gefühl stark empfinden. Und dann senden wir dieses Gefühl nach außen in alle Richtungen, bis die ganze Welt damit durchdrungen ist. Das ist hiermit gemeint. Also Tat Dharammana heißt mit dieser Person als Objekt. Und es wird vermutlich kommentariell verstanden, von dieser Person ausgehend durchdringe ich die ganze Welt. Und dann kommen so Meditationssysteme wie, also jetzt machen wir erstmal Metta für die Kerstin. Mal wieder für die Kerstin. Und jetzt kommen als nächstes alle, die hier in diesem Raum sitzen. Dann kommen die im Landkreis Pfaffenhofen. Tja, jetzt wird schon langsam schwierig, ne? Also, wie stelle ich mir denn den Landkreis Pfaffenhofen vor? Also, so eine Art Landkartenmeditation. Und dann für die ganze Welt. Das ist dann die Globus-Meditation, aber nicht so wie der Astronaut im All, der da so den Globus vor sich hat und dann Metta. So durch diesen Globus, das ist nicht damit gemeint. Diese Lehrrede sagt, man soll mit einer Person als Auslöser Metta erzeugen und dann dieses Metta als Meditationsobjekt hernehmen, nicht den Globus. Also bei uns ist es der Landkreis Hof und dann der Bezirk Oberfranken. Hier ist Oberbayern, ne? Das ist damit gemeint. Dann wird es zur Herzensbefreiung. Ich muss auch mir keine Gedanken machen, ich soll mir auch gar keine Gedanken machen, damit es Sammlung wird, wie weit mein Metta denn reicht. Ganz egal, soweit es eben reicht. Ich schicke es in alle Richtungen, oben und unten, zu allen Wesen, wie zu mir selbst. Gut, zum Schluss vielleicht noch ein paar Segnungen dieser Praxis, die in den Lehrreden genannt werden. Man schläft gut, hat keine Albträume, erwacht ausgeruht, hat eine gute Gesundheit, der Alterungsprozess wird verlangsamt, hat eine gute Ausstrahlung, vor Gefahren ist man sicher, hat keinen Ärger mit nichtmenschlichen Wesen, damit sind Yakas gemeint oder so, also Dämonen, irgendwie sowas, also keine Unmenschen, irgendwie so menschliche Wesen, die sich blöd aufführen, sind damit nicht gemeint, sondern tatsächlich feinstoffliche Wesen, die Probleme bereiten können. Auf der anderen Seite, jemand, der viel Metta hat, hat auch Schutzengel zur Verfügung. Die Devas mögen einen, beschützen einen. Man erlangt leicht die Sammlung. Man hat eine gute Wiedergeburt. Das bezieht sich jetzt auf die Handlungen. Ja, wer Metta hat, tut viel Gutes und hat dadurch eine gute Wiedergeburt. Und man dringt vor in die Brahma-Welt. Das bezieht sich jetzt auf den Geisteszustand selbst, den man in den Brahma-Viharas eben kultiviert. Das ist die karmische Ursache für Wiedergeburt als ein Brahma eben. Metta und übersinnliche Fähigkeiten vielleicht noch kurz erwähnen, weil in Thailand ist es so üblich, wenn die Laien zu irgendeinem Meditationsmeister gehen und mit irgendeinem Problem, dann sagen sie, Nongpa, schick doch mal ein bisschen Metta. Was sie in Wirklichkeit damit meinen, ist, kannst du das nicht irgendwie mal reparieren oder so? Kannst du da nicht irgendwas dran drehen? Das meinen die also in Wirklichkeit. Kandaparita kennt ihr vielleicht,
hat der Buddha seinen Mönchen beigebracht, um Schlangen zu bändigen mit Metta, dass die den Mönchen nichts mehr tun. Das ist okay. Aber wenn es um feinstoffliche Wesen geht, also wenn es irgendwo spukt, sagen wir mal, dann können wir mit Metta da auch was bewirken, indem wir Verdienste widmen. Das sind ja Wesen, die in einem Zustand des extremen Mangels rumgeistern, indem wir aus liebender Güte denen was zukommen lassen. Aber es darf niemals in einen Exorzismus umschlagen. Also wir machen nicht Metta, um die wegzuscheuchen oder irgendwie sowas. Wenn sie da bleiben, bleiben sie da. In der Regel löst sich das auf, wenn die bekommen haben, was sie wollen, was sie brauchen. Das Leiden in der Welt lässt sich mit Metta nicht reparieren. Wir können Leiden lindern. Aber letztendlich ist die Metta-Praxis, die Brahma-Viharas, unverzichtbarer Bestandteil unserer Praxis, die letzten Endes dazu führt, die Welt zu transzendieren.